die dritte Runde der oberen Welt, die Runde der Achtsamkeit und des Bewusstseins, Symbol einatmen, dabei Beckenbodenmuskulatur einsetzen. Ich tauche ein in das Ozean des göttlichen Wissens. Wir verlagern das Gewicht auf ein Bein, das andere Bein wird geknickt, Knie kommt ans Knie, Hände gehen in die Übertragung, Samen, wir kommen hoch und bringen die Hände wieder in die Ausgangsposition, stellen den Fuß ab. Das gleiche wiederholen wir auf der anderen Seite, Knie ans Knie, Übertragung, Same, hochkommen. Bei dieser Übung ist wichtig, dass das Schienbein des gebeugten Beines parallel zum Boden bleibt und die Zehen zum Boden schauen. Wir gehen in die Übung beim Einatmen. Einatmen, Knie ans Knie, Hände in die Übertragung. Wir können unser Atem anhalten, wenn wir hochkommen, und atmen bei der Wiederkehrung in die Ausgangsposition aus. Beim Einatmen Knie ans Knie in die Transmission gehen, Samen machen, hochkommen, Atem anhalten, ausatmen und zurück in die Ausgangsposition kommen. Wir öffnen das Herz für das göttliche Wissen und setzen dieses Wissen ganz bewusst zu unserer Bewusstseinserweiterung ein. Die sechste Runde der mittleren Welt, Güte, Liebe, Mut. Symbol einatmen. Ich bin der Raum der Liebe. Die Liebe ist das wirksamste Werkzeug und das stärkste Schutzschild. Das gegenüberliegende Bein und Arm öffnen sich zur Seite. Das Arm wird über die Seite zum Flügel gefaltet. Wir machen eine seitliche Beugung. Einatmen, Arm und Bein ausstrecken, die Zehen schauen nach vorne, die Hüfte wird korrigiert, das Arm zum Flügel falten, Richtung Oberarm schauen und sich zum ausgestreckten Bein so beugen, dass wir dann zum Himmel schauen. Beim Flügel berührt die Hand unser Schulterblatt und wir achten, dass unser Oberkörper senkrecht und gerade bleibt und dass die Beugung in der Frontalebene passiert. Mit den Füßen stecken wir die Grenzen des geschützten Raums ab und die Hand öffnet unser Herz. Die Beugung steht für die Achtsamkeit. Wir können Hand und Fuß gleichzeitig in die Ausgangsposition wieder zurückführen oder auch eins nach dem anderen. Die Beugung passiert in der Frontalebene. Wir atmen aus und verabschieden das Symbol. Die siebte Runde der unteren Welt, Transformation. Symbol einatmen. Ich verabschiede mich mit Leichtigkeit von allem, was mich belastet. Ein Schritt mit dem Ellbogen nach rechts machen, Hände ablegen, Ellbogen auseinander, Kopf mit Stirn auf die Hände legen, den rechten Fuß zur Mitte schieben, das linke Bein strecken wir nach hinten, zur Mitte und hoch. Das Bein abstellen und zurück in die Ausgangsposition kommen. Einen Schritt mit dem Ellbogen nach links machen, Hände ablegen, den Kopf auf den Händen stützen, linke Fuß zur Mitte bringen, rechtes Bein hochheben, dabei schauen die Zehen zum Boden. Den Fuß zurückbringen, in die Ausgangsposition zurückkehren. Die nächste Schwierigkeitsstufe ist, wenn wir beim Ablegen den Kopf am Stirn stützen, vorne Samen machen, das Bein hochbringen und schauen, dass die Brust zum Boden strebt.
abstellen, mit weichem Rücken zurückkommen, auf der Brusthöhe die Hände nach oben drehen und in die Ausgangsposition zurückgehen. Auf der anderen Seite das Gleiche machen. Da passen wir auf, dass beim Heben des Beines die Zehen nach unten schauen und keine Rotation im Beckenbereich stattfindet. Mit weichem Rücken hochkommen und in die Ausgangsposition der unteren Welt zurückkommen. Bei der fortgeschrittenen Variante der Übung atmen wir ein, machen einen Schritt mit dem Ellbogen zur Seite, bringen die Ellbogen auseinander, machen den Samen und legen unseren Kopf mit dem Kinn ab. Die Brust strebt zum Boden und ermöglicht eine schöne Krümmung im Lendenwirbelbereich. Mit einem weichen Rücken kommen wir hoch und zurück in die Ausgangsposition. Bei dieser Übung bringen wir die obere Welt nach unten, also das ist der Samen, und die untere Welt nach oben, das macht unser Bein. Somit ermöglichen wir eine Transformation, eine zielgerichtete Reinigung. Eine sehr starke energetische Übung, die wir auch zur Löschung alter Gelübde einsetzen können. Symbol verabschieden. Die fünfte Runde der oberen Welt steht für Wunscherfüllung und Horizonterweiterung. Wir atmen Symbol ein und sagen die Affirmation auf. Durch Erweiterung meines Horizontes erkenne ich Lösungen und nehme die Geschenke des Lebens dankend an. Dieses Element heißt Kübelwippe und bedeutet unsere Bereitschaft, für unsere Wünsche etwas Konkretes, eventuell auch etwas Mühevolles zu tun. Wir verlagern das Gewicht auf eine Seite, gehen in die Transmission, Kübelwippe, Samen oben, schicken unsere Wünsche ab und über den Rücken bringen die Hände nach hinten in die Ausgangsposition. Gewicht verlagern, Schienbein ist parallel zum Boden, die Zehen schauen nach unten. Wir bringen die Hände vorne zum Samen und führen sie über den Rücken zurück in die Ausgangsposition. Knie ans Knie, wir öffnen unser Herz, zeigen unseren Wunsch und unsere Bereitschaft, etwas zu tun für diesen Wunsch. Schicken unseren Wunsch ab und bringen die Hände in die über die Flügeln wieder zurück. Wir können eine Art Looping machen bei dieser Übung. Also das heißt einfach wiederholt in die Kübelwippe, wieder zum Samen hoch, über den Rücken die Hände wieder in die Kübelwippe, Samen hoch und mehrmals diese Übung in so eine Art Looping wiederholen. Neunte Runde mittlere Welt, Wachstum, Entwicklung. Symbol einatmen. Ich lebe im Einklang mit der Natur, das fördert mein Wachstum und meine Entwicklung. Einatmen, die Füße hinten übereinander legen, die Hände oben zum Samen binden. In der einfacheren Variante schauen wir vor uns hin und beugen uns rechts und links. Ausatmen und in die Ausgangsposition zurückkehren. Einatmen, hochkommen. Die Füße zusammenbringen, einfach übereinander legen, rechts und links beugen. Dabei ist zu beachten, dass die Beugung in der oberen Wirbelsäule beginnt und erst dann in den Lendenwirbelbereich übergeht.
Bei der schwierigeren Variante drehen wir den Kopf zum Oberarm und beugen uns so, dass wir jedes Mal zum Himmel schauen. Wir können auch die Hände tauschen und noch einmal die Beugungen durchführen. Die Beugung steht für die Achtsamkeit, was die Voraussetzung für jegliche Entwicklung ist. Zurück in die Ausgangsposition gehen, ausatmen und Symbol verabschieden. Die dritte Runde der unteren Welt, Ahnenwissen. Symbol einatmen, den rechten Fuß zur Mitte schieben, Gewicht nach rechts verlagern, rechte Hand nach hinten zum Flügel führen, das linke Bein nach hinten ausstrecken, zur Mitte führen und hochbringen. Ich verbinde mich in Achtsamkeit mit meinen Ahnen und erhalte Zugang zu Wissen und Wahrheit. Zurück in die Ausgangsposition kommen. Das gleiche auf der anderen Seite. Linke Fuß zur Mitte führen, linke Hand zum Flügel, rechtes Bein nach hinten ausstrecken, zur Mitte bringen und hochheben. Dabei ist wichtig, das Becken geschlossen zu halten, also keine Rotation im Lendenwirbelbereich zu spüren. Der rechte Fuß wird wie ein Scheibenwischer zur Mitte geschoben, rechte Hand zum Flügel gefaltet, linkes Bein nach hinten ausgestreckt, hochgehoben. Wir können eine größere Durchstreckung der Wirbelsäule in dem ermöglichen, dass wir nach vorne schauen und den Kopf heben, zurück in die Ausgangsposition. Das gleiche machen wir auf der anderen Seite. Linke Fuß zur Mitte, linke Hand zum Flügel, rechtes Bein wird gehoben. Das linke Bein verbindet uns wie eine Antenne mit den weiblichen Ahnen. Und das rechte Bein verbindet uns mit den männlichen Ahnen. Zweite Runde der mittleren Welt, Fluss des Lebens, finanzieller Wohlstand. Symbol einatmen. Ich bin im Fluss des Lebens und danke für alle meine Segnungen. Die Wippenstellung weist darauf hin, dass wir uns bemühen, anderen Menschen etwas Wertvolles, etwas Sinnvolles und Brauchbares anzubieten, wofür dann als Dankbarkeit und auch finanzieller Fluss die Energie zurückkommt. Diesen Fluss verdichten wir und speichern mit Dankbarkeit in unserem Herzen. Einatmen, die Hände auseinanderbringen, in die Wippenstellung gehen und leicht schaukeln. Ausatmen und zurück in die Ausgangsposition gehen. Hände auseinander, Wippenstellung, wir schauen einmal nach rechts, einmal nach links und zurück in die Ausgangsposition. Bei dieser Übung gibt es drei Schwierigkeitsstufen. Die nächste Stufe ist, wenn wir uns mit einer Hand stützen, die andere Hand samt den Schulter auf den Boden legen. Dabei ist unser Kopf Richtung Stützhand gedreht und liegt mit dem Ohr am Boden. Wir kommen wieder hoch in die Ausgangsposition. Jetzt stützen wir uns mit der linken Hand. Der rechte Arm wird auf den Boden gelegt, die rechte Hand schaut zur Decke. Und wir schauen, dass
der rechte Winkel in den Hüften beibehalten wird. Wir kommen hoch, Handrücken kommen zueinander, machen eine Bewegung, als ob sie zwei große Kugeln streichen würden. Die fortgeschrittene Variante ist, wenn wir gleichzeitig beide Arme und die Brust auf den Boden auflegen, beide Handflächen schauen zur Decke. Beim Hochkommen verlagern wir das untere Zentrum zu den Füßen und kommen mit geradem Rücken hoch und wieder in die Ausgangsposition. Also noch einmal die Hände auseinanderbringen, in die Wippe kommen. Die Handrücken legen wir so auf, dass wir dann etwas vorwärts dann noch mit dem Oberkörper gleiten und dabei die Hände auseinander gleiten lassen, so dass beide Arme auf dem Boden liegen und wenn möglich auch beide Schultern den Boden berühren. Es gibt auch eine Synthese aus den beiden letzten Varianten, nämlich wo wir uns am Anfang noch mit einer Hand stützen, dann aber diese Hand, also den Arm, auf den Boden legen. Beim Hochkommen können wir uns genauso wieder mit der Hand stützen. Wichtig ist, dass wir immer in die Richtung des Stützarmes schauen. Beim Hochkommen wird das Gewicht nach hinten verlagert, auch dann, wenn wir uns dabei mit der Hand stützen. Ausatmen und zurück in die Ausgangsposition kommen.